Hallo und herzlich willkommen zu Das erzähltheoretische Modell von Gérard Genette. Gérard Genette wurde 1930 geboren und ist ein französischer Literaturwissenschaftler. Er ist vor allem dadurch bekannt, dass er viele heute sehr wichtige Begriffe eingeführt hat. Unter anderem hat er zum Beispiel den Begriff der Diegese neu geprägt. Seine Theorie veröffentlichte er bereits 1974, allerdings wurde sie erst 1994 ins Deutsche übersetzt und deswegen gilt sein Modell im deutschen Raum immer noch als neu sozusagen. Die Monographie, in der sein Modell präsentiert wird, heißt Die Erzählung und aktuell ist die dritte Auflage von 2010. Bevor wir allerdings einen genaueren Blick auf sein Modell werfen, ist es wichtig zu begreifen, dass der Erzähler laut Genette immer ein Ich ist. Unabhängig davon, ob er sich im Text bemerkbar macht, ob er explizit Ich sagt oder nicht, der Erzähler ist immer ein Subjekt. Allerdings liegt bei diesem Subjekt durchaus eine Spaltung vor. Und zwar unterscheidet Genette klar und deutlich zwischen Modus und Stimme. Modus ist dabei die Frage danach, wer das Geschehen wahrnimmt. Bei der Stimme hingegen fragt man danach, wer spricht. Und das können zwei durchaus verschiedene Perspektiven sein, sozusagen. Und um diese Fragen zu beantworten, hat Genette eine Reihe von Kategorien aufgestellt. Beim Modus sind es drei Fokalisierungstypen, namentlich die Nullfokalisierung, die interne Fokalisierung und die externe Fokalisierung. Und bei der Stimme sind es Zeit, Ebene und die Frage, ob ein Erzähler hetero- oder homodiegetisch ist. Schauen wir uns das Ganze im Detail an. Die drei Fokalisierungstypen beim Modus definiert Genette wie folgt. Bei der Nullfokalisierung weiß der Erzähler mehr als die Figuren. So gibt es eine gewisse Ähnlichkeit mit dem autorialen Erzähler bei Stanzel. Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass es sich um zwei verschiedene Modelle handelt und das eine Modell nicht direkt in das andere übersetzbar ist. Also der autoriale Erzähler ist schon etwas anderes als die Nullfokalisierung. Trotz der Parallele, dass sowohl der autoriale Erzähler als auch der Erzähler mit Nullfokalisierung einen größeren Wissenshorizont haben als die Figuren. Die interne Fokalisierung wird dadurch definiert, dass der Erzähler exakt so viel weiß wie die Figuren. Damit gibt es eine Ähnlichkeit mit dem personalen Erzähler bei Stanzel, wobei man hier wiederum nicht vergessen darf, es sind zwei verschiedene Modelle. Und Stanzel hat zum Beispiel nicht diesen Aspekt, dass Modus und Stimme voneinander getrennt werden. Deswegen beschreibt die interne Fokalisierung nur einen Aspekt des personalen Erzählers. Bei der externen Fokalisierung haben wir den Fall, dass der Erzähler weniger weiß als die Figuren. Das ist, wenn der Erzähler quasi so tut, als wäre er einfach nur eine Kamera, die nur äußerlich Wahrnehmbares festhält. Also das, was man ursprünglich vor langer Zeit, vor mehreren Jahrzehnten als neutralen Erzähler bezeichnete. Bei der Fokalisierung ist auch anzumerken, dass Genette ebenfalls wie Stanzel den Fall berücksichtigt, dass die Fokalisierung bzw. die Erzählperspektive sich während des Erzählens verändern kann. Genette spricht in diesem Fall von variabler Fokalisierung. Sofern die Änderungen aber nur selten vorkommen, spricht er von Alternationen. Und wenn es keinen Hashing-Code gibt, also wenn die Fokalisierung einfach chaotisch von einer Fokalisierung zur anderen springt, spricht Genette von Polymodalität. Jetzt, wo wir uns intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie der Erzähler das Geschehen wahrnimmt, kommen wir nun zu der Frage, wie er das Ganze wiedergibt, also zu der Stimme. Die drei Kategorien der Stimme, Zeit, Ebene und die Frage, ob ein Erzähler hetero- oder homodiegetisch ist, lassen sich in weitere Unterkategorien aufteilen. So gibt es in der Kategorie der Zeit die spätere Narration, frühere Narration, gleichzeitige Narration und die eingeschobene Narration. In der Kategorie der Ebene gibt es extradiegetisch, intradiegetisch und metadiegetisch. Bei hetero- und homodiegetisch gibt es, wie gesagt, heterodiegetisch, homodiegetisch und zusätzlich auch noch autodiegetisch. Schauen wir uns nun das Ganze im Detail an. Beginnen wir mit der Kategorie der Zeit. Wie man sich denken kann, beschreibt die spätere Narration den Fall, dass eine Erzählung nach dem Ereignis stattfindet. Also es wird etwas Vergangenes erzählt und das ist so ziemlich der mit Abstand am meisten verbreitete Fall. Bei der früheren Narration findet die Erzählung vor dem Ereignis statt. Also es geht um Ereignisse, die in Zukunft stattfinden. Mit anderen Worten geht es hier um eine Vorhersage, Hellsehen, Prophezeiungen und so weiter.
Bei der gleichzeitigen Narration findet die Erzählung gleichzeitig mit dem Ereignis statt. Also etwas passiert und der Erzähler kommentiert das simultan. Im Fall der eingeschobenen Narration holt die Erzählung die Geschichte ein. Hier meint Jeanette vor allem solche Erzählformen wie Briefe. Es wird also Vergangenes berichtet, aber die Reaktion darauf ist aktuell. Kommen wir nun zu den Ebenen der Erzählung. Die extradiegetische Ebene ist die äußerste Ebene der Erzählung. Wenn es eine Rahmenhandlung gibt, dann ist es diese Rahmenhandlung. Die intradiegetische Ebene ist eine Erzählung innerhalb einer Erzählung. Also wenn eine Figur etwas erzählt, dann ist die Erzählung dieser Figur eine intradiegetische Erzählung. Manchmal kommt es in Erzählungen auch zur metadiegetischen Ebene. Hier handelt es sich um eine Erzählung innerhalb der Erzählung innerhalb der Erzählung. Also wenn innerhalb einer Erzählung eine Figur noch eine Erzählung auftaucht. Und so geht es im Prinzip so weiter. Also zum Beispiel gibt es auch die meta-meta-diegetische Ebene, dass dann die Erzählung innerhalb der Erzählung innerhalb der Erzählung innerhalb der Erzählung. Und es gibt dann auch die meta-meta-meta-diegetische Ebene und so weiter und so fort. Zu den Ebenen muss man anmerken, dass diese nicht immer starr sind, sondern auch ineinander übergehen können. Dieser Fall, wenn die narrativen Ebenen sich vermischen, nennt Jeanette Metalepse. Das kann der Fall sein, wenn zum Beispiel ein Leser zu einer Figur in der Erzählung wird. Dieses Phänomen kennen wir zum Beispiel aus der unendlichen Geschichte von Michael Ende, wo Bastian, der Protagonist, ein Buch liest und dann in die Welt dieses Buches gelangt. Kommen wir nun zur Unterscheidung von homo- und heterodiegetisch. Heterodiegetisch ist ein Erzähler dann, wenn er nicht Teil der narrativen Welt ist. Wenn der Erzähler Teil der erzählten Welt ist, ist er dementsprechend homodiegetisch. Die autodiegetische Erzählung ist eine Sonderform der homodiegetischen Erzählung. Dieser Begriff beschreibt den Fall, wenn der Erzähler nicht nur Teil der narrativen Welt ist, sondern auch die Hauptfigur. Soviel heute zu den Werkzeugen, die Jeanette vorschlägt, um die Erzählperspektive in epischen Texten zu analysieren. Das war jetzt nur eine sehr knappe Zusammenfassung. Und wie auch bei Stanzel gilt, wer das Ganze im Detail und ausführlich haben möchte, dem empfehle ich Jeanettes Buch, die Erzählung. Und ansonsten komme ich jetzt am Ende zu den Vor- und Nachteilen, die ich bei diesem Modell sehe. Was ich an Jeanettes Modell richtig großartig finde, ist, dass er sehr viele Aspekte bedacht hat. Ich glaube, es ist rübergekommen, dass er sehr viel deutlichere Unterscheidungen trifft als Stanzel mit seiner Typologie. Und damit in Zusammenhang steht, dass Jeanette ein wirklich reiches Vokabular zur präzisen Beschreibung eines Erzählers liefert. Zu den Nachteilen des Modells. Es ist euch sicherlich schon sehr ins Auge gestochen, dass dieses Modell nicht sehr anschaulich ist. Verglichen mit Stanzels schön anschaulichem Kreis wirkt Jeanettes Modell wirklich extrem verschachtelt. Außerdem gibt es den Nachteil, dass die Begriffe wirklich sehr leicht miteinander verwechselt werden können. Also gerade bei homo- und heterodiegetisch und dann extra- und intradiegetisch. Die Begriffe klingen so ähnlich, dass man gerne mal denkt, dass sie zur selben Kategorie gehören, was sie aber nicht tun. Und mein dritter Punkt ist Kritik an einem Begriff, nämlich an der Nullfokalisierung. Jeanette definiert das als der Erzähler weiß mehr als die Figuren und das ist relativ klar. Allerdings ist einfach der Begriff an sich, Nullfokalisierung, relativ unsinnig, einfach weil jedes Erzählen Schwerpunkte hat. Also ein Fokus ist eigentlich immer vorhanden. Deswegen, hier hätte Jeanette meiner Meinung nach einen eleganteren Begriff finden können. Und ganz am Ende noch zur Situation heute. Jeanettes Modell wurde ebenso wie das von Stanzel rauf und runter kritisiert, seit es existiert. So läuft das in der Wissenschaft. Aber trotz allem wurde Jeanettes Modell im akademischen Bereich seit 1990er Jahren gebräuchlicher als Stanzels Typenkreis. Das war's dann auch von mir heute. Wenn ihr euch die ganze Zeit gewundert habt, was ist dieser Stanzel, dann habt ihr wahrscheinlich mein früheres Video, das Stanzels Typenkreis erläutert, nicht gesehen. Hier habt ihr einen Link zu dem Video, damit ihr das nachholen könnt. Und ansonsten, jetzt wo ich beide Modelle vorgestellt habe, habe ich mir gedacht, dass es keine schlechte Idee wäre, einen Blick in konkrete Beispiele, also in Bücher und Erzählungen zu werfen. Ich denke, das wäre gutes Material für nachfolgende Videos. Also wenn ihr meine Erzählanalysen nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Und ansonsten freue ich mich über Daumen nach oben und Kommentare und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!